solar systems. Die irdische Welt, wie sie uns seit Jahrtausenden vertraut ist. Berge und Täler, Tiere und Menschen. Ja, ich hab da vor 2 Monaten eine Rehe ausgeschossen. Ach so. Aber sind wir auf unserem Heimatplaneten Erde tatsächlich allein? Auch in der Steiermark häufen sich in jüngster Zeit Beobachtungen über seltsame Lichterscheinungen und unbekannte Flugobjekte. Es ist nicht endgültig zu beantworten, was hinter den vielen Berichten über unheimliche Begegnungen steckt. Aber vielerorts kursieren schon die wildesten Gerüchte. Jene Geschichte zum Beispiel vom angeblich spurlosen Verschwinden zweier steirischer Jäger. Schau, was ist das? Nun, diese Geschichte klingt doch etwas unwahrscheinlich und für uns heute eigentlich nicht ganz erklärlich. Wie schaut es nun in der Historie aus mit Nennungen von unbekannten Flugobjekten und seltsamen Lichterscheinungen? Bereits auf dem berühmten Teppich von Bayeux aus dem Jahre 1066 kennen wir eine große Darstellung einer leuchtenden Kugel, die die Wissenschaft heute als den Hallischen Kometen identifiziert hat. Vieles von dem, was wir aus der Vergangenheit kennen, können wir heute erklären. Aber doch einiges ist unerklärlich geblieben bis auf den heutigen Tag. Gibt es unbekannte Flugobjekte, UFOs aus fernen Galaxien, deren Bewohner uns besuchen? UFO-Forscher könnten sich außerirdische Gäste durchaus vorstellen. Sie sind eben jetzt angenommen tausende Jahre fortgeschritten, als wir sind. Und benutzen uns so in der Richtung, wie wir zum Beispiel jetzt Tiere in Versuchslabors benutzen. Die menschliche Fantasie schlug schon immer hohe Wellen, wenn es um Aliens ging und um deren meist leuchtkräftigen Besuch auf Mutter Erde. Die moderne Wissenschaft hat verschiedene Phänomene erklärt. Das Geheimnis der Kugelblitze wurde enträtselt oder auch das Geheimnis des Nordlichtes. Trotzdem gibt es bis zum heutigen Tag Erscheinungen, die noch immer unheimlich sind und unerklärbar. Vielleicht liegt die Ursache der heutigen UFO-Hysterie auch mit in der Tatsache begründet, dass die seriöse Wissenschaft es durchwegs ablehnt, sich mit dem Phänomen überhaupt zu beschäftigen und so einen Nährboden für Spekulationen bereiten hilft. Besucher aus dem All. Realität oder doch nur ein Thema für Science-Fiction-Filme? Einschlägige Zeitungsmeldungen jedenfalls nehmen zu. Die Spuren möglicher UFOs werden in der Steiermark sorgfältig dokumentiert. Wir haben einen Blick ins Archiv eines bekannten Ufologen geworfen. Viele Fälle aus der Steiermark zum Beispiel hat jemand da so einen leuchtenden Ball beobachtet. Das würde eben in diese Richtung gehen, ne? Also was man da auch in Norwegen zum Beispiel hat. In Kindberg im Mürztal wurde ein sonnenähnlicher fluoreszierender Ball beobachtet, dessen Flugrichtung sich abrupt änderte. In der Gemeinde Mariahof wurde im Februar 1990 ein dreieckförmiges Objekt gesichtet. Es ist interessant, dass diese Flugkörper ähnlich sind wie das, was in Belgien zum Beispiel eben sehr gut, also auf Radar und visuell beobachtet wurde. In Judenburg sprechen Zeugen von einem leuchtenden Quader, der über dem Zirbitzkogel verschwand. In Gutendorf wurde im September 1993 ein fleckenartiges Lichtobjekt beobachtet, das am Himmel umherzuirren schien. Drei metallische Scheiben sah man unweit davon vor Schloss Kapfenstein. Auch aus der Steiermark kennen wir verschiedene Hinweise auf Lichterscheinungen. Besonders aufmerksam verfolgt hat man stets Kometen, weil man sie mit dem Weltuntergang in Verbindung gebracht hat und deswegen die Leute auch Angst gehabt haben davor. Psychologen beispielsweise betrachten UFO-Sichtungen als einen Ausdruck für die Sehnsucht des Menschen nach Überirdischem.
haben einen der vielen steirischen UFO-Augenzeugen besucht und ihn gebeten, uns seine Eindrücke nochmals zu schildern. Und das hat sich eine Zeit lang so bewegt. Ich habe aber nichts geredet. Ich habe ständig die Leute neben mir gefragt, was seht ihr? Was seht ihr jetzt? Und was seht ihr jetzt? Ich habe immer gefragt. Und das hat sich genau übereingestimmt mit meinem, was ich sehe. Mit Hilfe eines Grafikers wird die Form des unidentifizierten Flugobjektes genau den Angaben entsprechend nachgezeichnet. So? Ja. Das war ein bisschen ein Rätsel, das haben wir beobachtet, eine Zeit lang. Und auf einmal war die Schüssel, die dunkle Materie mit dem Feuer verschwunden. Als wie weggeblasen, es wäre nie was gewesen. Und ward nicht mehr gesehen. Das ist leider das Schicksal aller UFO-Sichtungen. Die Beschäftigung mit unbekannten Phänomenen und teilweise auch die Angst davor ist nicht gebunden an irgendeine soziale Schicht. Die finden wir beim Bauern genauso wie beim Bürger und bis hinauf in gebildete Schichten oder bis in den Adel hinein. Die Riegersburg in der Oststeiermark. Prinzessin Annemarie von Liechtenstein, die dort lebt, hatte einst während einer Autofahrt gemeinsam mit ihrem Mann ein seltsames Lichtphänomen beobachtet. Plötzlich mein Mann neben mir und ich am Volant und haben gesehen ein Licht auf der rechten Seite. Und wir haben hingeschaut, weil es war eben kein Flugzeug und es war nicht klein und es war nicht groß, sondern es war eher, ich würde sagen, so fließend, also eher gasförmig, könnte ich mir das so vorstellen. Natürlich gibt es für derartige Phänomene auch ganz einleuchtende Erklärungsansätze. Ja, weil da gibt es auch Theorien, dass bei solchen tektonisch aktiven Zonen dann die Luft zum Leuchten angeregt werden kann oder Gase austreten können aus dem Erdinneren. Und ähnlich ist ja auch die Oststeiermark und dieses ganze Thermengebiet. Der Kreis jener Menschen, die solche Begegnungen hatten, wächst. Und wenn auch die meisten derlei eher augenzwinkernd erzählen, ist für manche die Suche nach Spuren von Außerirdischen zum Lebensinhalt geworden. Frau Olga Steinbrucker aus Graz führt seit vielen Jahren penibel Aufzeichnungen über Lichterscheinungen, die sie schon unzählige Male über dem Buchkogel beobachtet hat. Ob sie irdisch oder außerirdisch war, das konnten wir nicht sagen. Und ich habe auch immer wieder mir Zeugen geholt. Da habe ich dann eigentlich angefangen mit den Aufzeichnungen, weil da mal die Scheiben über dem Buchkogel die Scheiben gewesen sind. Der Luftraum über dem Grazer Buchkogel, ein Zentrum außerirdischer Tätigkeit. Sehe dann, wie die Spindel etwas hochsteigt und mir ist vorkommen, unten ist so ein kleines Kramperl dran. Ja? Steigt daneben wieder nieder. Das Ganze hat vielleicht 2 Minuten gedauert und dann war es weg. Ich bin nicht gleich hergegangen, aber am nächsten Tag, weil neugierig wie ich war, muss ich mir anschauen gehen. Und dann waren die 2 kahlen Stellen. Und das ist jetzt seit Anfang 94. Es wächst kein Gras, es wächst nichts. Eine nachfolgende Untersuchung bestätigt immerhin, dass hier zum Teil signifikant erhöhte radioaktive Strahlung festgestellt werden kann. Für viele der Lichtbeobachtungen findet sich allerdings eine höchst irdische Erklärung. In den frühen 90er Jahren wurde hier am Schießplatz für Lieferhof in der Nähe von Graz diese Leuchtmunition verwendet, verschossen aus einer ganz normalen Leuchtpistole. Die wohl spektakulärste Munitionsart ist diese Leuchtpatrone gelb, die in der Nacht ein Gelände von etwa 100 mal 100 Metern mit relativ grellem Licht ausleuchtet für etwa eine halbe Minute und die baumelt an einem Fallschirm zu Boden. Wir haben halt vermutet damals, dass sie vielleicht Proben entnommen haben. Mehr kann ich zu dem dazu nicht sagen. Natürlich jedes Mal, wenn ich raufgehe, schauen wir das an. Wächst der Gras? Nein, noch immer nicht. Also es muss irgendetwas muss da sein. Beobachten die Außerirdischen uns und unsere Zivilisation? Befindet sich tatsächlich eine technisch weit entwickelte Spezies in Erdnähe, die Bodenproben entnimmt und auch mit manchen Menschen in Kontakt steht? Echte Beweise dafür gibt es keine, wohl aber viele Spekulationen. Gibt es einen sehr guten Fall in der Steiermark? Das hat sich Ende der 60er Jahre abgespielt bei Deutsch Landsberg. Und zwar hat ein Münchner Sommerfrischler Urlaub gemacht und hat 11 Fotos gemacht. Es war der 23. Mai 1971.
Das war ein Eibeswald in der Höhe von St. Lorenzen. Und plötzlich höre ich so einen Pfeifton, ähnlich als wenn jemand so einen Frequenzer einstellt. Ich schaue nach oben, habe die Kamera gepackt, das Bild eingestellt und wie ich fotografieren will und setze an, war es schon plötzlich auf einem anderen Punkt. Unverständlich. Ob das gerade irgendwie wegfliegen sehen, das war von einem Punkt auf den anderen mit einem Ruck rübergeflogen. Und doch entstanden so 12 Fotos eines unbekannten Flugobjektes, die von Forschern in Deutschland untersucht wurden. Ich kann die ganzen Objekte, die ganzen Fotos montieren, nacheinander hier auf eine Fläche. Und hier sieht man dann auch die endgültige Flugbahn. Das fing also hier an, bewegte sich dann hier so rüber und von dieser Seite hier zurück, hier rauf. Für den Ufologen steht jedenfalls fest, bei den Aufnahmen wurde nicht getrickst, die Perspektive stimmt, die Bildfolge ist schlüssig. Und dadurch sind wir auch ganz sicher, dass diese Aufnahmen echt sind. Eine weitere Analyse, und das ist wieder eine Morphing-Technik, ich habe jetzt versucht, die Objektformen nacheinander, ineinander übergehen zu lassen. Und auch hier ergibt sich ein konsistentes Bild, was auch die Reflexe angeht. Und man kann hier bei den Morphing-Sequenzen das auch sehen, dass dieses Objekt Konsistenz hat, dass die Perspektive stimmt und die Entfernung. Das sieht eben nicht mehr aus wie irgendein Naturphänomen, sondern wie eine konstruierte Scheibe, würde ich mal sagen, oder gebaut, ne, wie ein Flugzeug. Aber müssten unbekannte Flugobjekte nicht auch von den militärischen Luftraumüberwachern gesichtet werden? Sie müssen sich vorstellen, wenn irgendein Flugobjekt einfliegt in den Luftraum, wird das meist von einem Radar registriert. Zuerst zivil, die funken das an und wenn sich das nicht meldet, geben sie es den Militärs weiter. Die Militärs machen dasselbe, meldet sich das wieder nicht, also gibt sich das nicht zu erkennen, schicken die ein Düsenflugzeug hin. Tatsächlich werden vom österreichischen Bundesheer pro Jahr 60 bis 70 Einsätze wegen vermeintlich unbekannter Flugobjekte geflogen. Ein großer Teil der vom Militär beobachteten Objekte entpuppt sich dann doch als bekannt. Bei einem kleinen Rest der Einsätze bleibt allerdings ein Fragezeichen. So auch bei einem Zwischenfall, der sich an der Grenze zu Österreich ereignet haben soll. Also man sieht, wie das Flugzeug Radarkontakt gehabt hat. Ab dem Moment ist dieses Flugobjekt, was immer das jetzt war, auf einmal so nach oben weggeflogen. Aber wenn auch viele Fragen aufklärungsbedürftig wären, so scheint im Dunstkreis der Vermutungen und Halbwahrheiten in der UFO-Frage eines doch festzustehen. Den Independence Day gibt es vorerst nur im Kino. Und der galaktische Kampf über dem Grazer Rathaus bleibt Fiktion. Das wirkliche Schlüsselereignis, das uns dazu zwingen würde, unser gesamtes Weltbild neu zu formulieren, hat bislang noch nicht stattgefunden.